Hallo ihr Lieben, in diesem Video möchte ich euch zeigen, dass der sogenannte Sturm auf dem Reichstag bewusst provoziert wurde und letztendlich ein inszeniertes Schauspiel gewesen ist. Die Hauptdarstellerin dieses Theaterstücks ist Tamara Kirschbaum. Sie ist ein V-Mann. Sie hat die Leute bewusst mit Falschaussagen und falschen Hoffnungen aufgeheizt, sodass die Leute auf den Treppen des Reichsgebäudes marschierten. Ich zeige euch jetzt einen Ausschnitt. Schreiben heute hier in Berlin Weltgeschichte. Guckt euch um, die Polizei hat die Helme abgesetzt. Vor diesem Gebäude steht keine Polizei mehr. Und Trump ist in Berlin. Die ganze Botschaft ist hermetisch abgeriegelt. Wir haben festgewonnen. Das ist eine glatte Lüge. Trump ist am 29.08.2020 nicht in Berlin gewesen. Außerdem sagt sie, die Polizei hat die Helme abgesetzt. Vor diesem Gebäude steht keine Polizei mehr. Damit hat sie den Eindruck vermittelt, als hätte die Polizei von ihrer Seite aus freiwillig das Feld geräumt. Was ja auch nicht stimmt. Das Einzige, was gestimmt hat, war ihre Aussage, dass vor dem Gebäude keine Polizisten stehen. Und genau das ist ja ein weiterer Hinweis dafür, dass es sich um ein Theaterstück gehandelt hat. Wieso steht vor dem symbolträchtigen Reichstag noch nicht einmal eine Handvoll Polizisten? An diesem Tag? Wieso hat man es den Demonstranten so leicht gemacht, sich auf den Treppen des Reichstags zu bewegen? Das deutet doch darauf hin, dass die Polizei das Gelände des Reichstags mit Absicht verlassen sollte, um den inszenierten Sturm auf dem Reichstag überhaupt erst zu ermöglichen. Sie hat zwar nur Unsinn erzählt, aber sie hat die Leute mit ihren Emotionen gut eingeheizt. Die Demonstranten haben sich von dieser einstudierten Rede leider täuschen lassen und sind dann Richtung Reichstag marschiert. Hierbei ist es aber wichtig zu betonen, dass die Menschen friedlich gewesen sind und nur auf den Treppen gestanden haben, um dort zu demonstrieren. Da hat niemand den Reichstag gestürmt, wie es ja fälschlicherweise überall behauptet wird. Und jetzt möchte ich euch beweisen, dass die Rede von Tamara Kirschbaum nicht spontan war und dass sie ein V-Mann ist. Nach dem 29.08. hat sie mit diesem Herrn hier ein Interview am Telefon geführt. Hört mal genau hin, was sie sagt. Wie ist es dazu gekommen, dass du aufgerufen hast, zum Reichstag zu gehen? Wie ist es dazu gekommen? Also ich meine, war es spontan oder war es geplant oder hat dich jemand beauftragt? Ja, es war eine völlige Spontanaktion, weil ich einfach wahrgenommen habe, dass die Menschen geladen sind und irgendwo auch ein Ventil brauchten, um das rauszulassen. Sie sagt, das war eine völlig spontane Aktion. Und damit lügt sie uns schon wieder an. Denn vor dem Aufmarsch zum Reichstag hat sie sogar noch Werbung dafür gemacht, dass möglichst viele Demonstranten zum Reichstag gehen sollen. Hier ist der Beweis. Sie sagt, kommt zum Reichstag, wir haben gleich gewonnen. Und später auf der Bühne sagt sie, wir haben gewonnen. Da war also nichts spontan. Sie kann ja unmöglich vor dem Reichstag mal ebenso ganz spontan eine Bühne aufgebaut haben. Tamara Kirschbaum hat sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, ihre Kleidung zu wechseln. Denn die gleiche Kleidung hatte sie vor dem Bühnentheater und während des Bühnentheaters angehabt. Aber sie ist nicht die Einzige, die Leute dazu animiert hat, zum Reichstag zu kommen. Hier haben wir noch einen weiteren V-Mann, der Werbung für den Reichstag gemacht hat. Nochmal! Trump ist in der Botschaft. Er hat uns eine halbe Stunde gegeben. Wir haben uns hier zu versammeln, um unsere Souveränität und den Friedensvertrag einzufordern. Daher bitte ich euch alle wieder zurück auf den Platz vor den Reichstag. Ich hole die Leute jetzt hin. Das ist alles ziemlich krass, nicht wahr? Es gibt aber noch zwei weitere Ereignisse rund um den Sturm auf dem Reichstag, die ziemlich eigenartig waren. Hier steht ein Mann, der als einziger eine Fackel oder ein bengalisches Feuer in der Hand hält. Könnte es sein, dass das bengalische Feuer ein Code für eine andere Person ist? Zum Beispiel könnte der Code heißen: Die Mission ist geglückt, ihr könnt jetzt weitere Polizisten holen oder sowas in der Art. Eigenartig ist auch, dass auf diesem Gebäude, das ja in der Nähe des Reichstags steht, genau zu diesem Zeitpunkt zwei Männer mit einer Kamera standen. Kann das ein Zufall sein?
Von dort aus hat man auf jeden Fall einen guten Überblick auf das Geschehen und kann gut einschätzen, wie viele Personen sich wo befinden. Für dieses Schauspiel am Reichstag mussten Polizisten, Demonstranten und Einheizer koordiniert und beobachtet werden. Ich denke mal, dass die Leute auf den Dächern per Funk Anweisungen gegeben haben, wer wann etwas zu machen hat. Vielleicht war das bengalische Feuer ein Signal für die Leute auf dem Dach. Aber darüber kann ich nur spekulieren. Ich möchte euch nun weitere Hinweise nennen, die ich von euch in den Kommentaren gelesen habe. Vielen Dank dafür. Es wird ja davon erzählt, dass drei heldenhafte Polizisten den Sturm auf dem Reichstag aufgehalten haben sollen. Hier sehen wir einen von ihnen. Hey, nicht schlagen! Nicht schlagen! Keine Gewalt! Ich bin Journalist! Journalist! Presse! Keine Gewalt! Die Leute sind hier, falls es wollen, okay? Diese Aufnahme ging um die ganze Welt. Die Frage ist nun, wer ist dieser Polizist? Einen der Polizisten, einen der Helden vom Reichstag, hatte Bild bereits vor einiger Zeit einmal begleitet. Was kannst du uns über diesen Beamten sagen? Es handelt sich, wie ich eben schon sagte, um Carsten Bonack, 53 Jahre alt, großer, kräftiger Mann. Der Polizist heißt also Carsten Bonack und hat schon mal die Bild begleitet. Sehr interessant. Aber es kommt noch besser. Carsten Bonack war schon öfters mal im Fernsehen. Wie zum Beispiel bei der Doku-Soap-Serie Achtung, Kontrolle. Haben hier einen Rücklauf zu verzeichnen. Wir kriegen hier auch positiven Rücklauf der Anwohner, der Gewerbetreibenden, die uns dies bestätigen. Und bei Stern TV war Carsten Bonack auch schon mal. Das kann manchmal ganz schnell gehen, ja. Jetzt sind es uns leider zwei durchs Lappen. Mal sehen, ob sie die jetzt noch bekommen, aber müssen wir so sehen. Also, das ist der Alltag, ne? Und nun sollte sich jeder mal ernsthaft überlegen, wie wahrscheinlich es ist, dass ausgerechnet ein Polizist mit Schauspielerfahrungen genau zu diesem Zeitpunkt an der Tür des Reichstags steht. Ich vermute, dass er und der Kameramann jeweils eingeweihte Personen gewesen sind, um der Weltöffentlichkeit dramatische Filmaufnahmen präsentieren zu können. Denn mit diesen Bildern wird ja der Eindruck vermittelt, dass sie kurz vor der Tür des Reichstags standen und noch gerade so aufgehalten werden konnten. Und das stimmt natürlich nicht. Wenn die Leute in den Reichstag hätten marschieren wollen, dann hätten auch die Köpfe der Demonstranten in Richtung Reichstag gezeigt. Stattdessen schauen die Köpfe in die entgegengesetzte Richtung, auf dem Rasen vom Platz der Republik. Und überhaupt, wie hätten drei Polizisten 400 Leute aufhalten können? Mit einem Roundhouse-Kick oder was? Kommen wir zurück zu Tamara Kirschbaum. Sie entlarvt sich ein weiteres Mal, indem sie nach dem 29.08.2020 behauptet, dass sie Kontakte mit der Polizei hätte. Ja, es war tatsächlich auch so, dass es abgesprochen wurde mit der Polizei. Wir haben auch dahin Kontakte, dass wenn die ihre Helme ausziehen und das Gebäude quasi sich von dem Gebäude entfernen, ist es unser Startschuss. Das heißt, sie haben uns den Weg freigemacht. Wenn, dann hat Tamara Kirschbaum nur mit der Polizei Kontakt, um dieses inszenierte Schauspiel abzusprechen. Denn wenn sie tatsächlich mit der Polizei Kontakt hatte und die Polizei ihr mitgeteilt hat, dass der Weg zum Reichstag frei war, warum hat die Polizei dann die Leute nicht friedlich auf der Treppe demonstrieren lassen? Das war doch laut ihrer Auskunft alles abgesprochen. Im Nachhinein ist es auch eigenartig, dass es verhältnismäßig viele Menschen gab, die vor der Bühne mit einer Reichsflagge standen. Das lag zum einen daran, dass vor der Bühnenshow diese Leute gezielt angesprochen wurden. Ich halte es aber auch für möglich, dass einige von ihnen V-Männer sind. Das Kuriose ist, dass an diesem Tag viele Reichsflaggen verteilt wurden. Das behauptet zumindest der Veranstalter Michael Ballweg. Haben die Menschen mal dazu gefragt, ob sie denn wissen, was das für eine Flagge ist. Und von vielen Teilnehmern haben wir gehört, dass die verteilt wurden, die Flaggen. Kann es sein, dass die Reichsflaggen verteilt wurden, damit auf den Treppen des Reichstags viele Menschen mit einer Reichsflagge erscheinen, um mit Fernsehaufnahmen den Eindruck zu vermitteln, dass dort nur Neonazis seien? Auch wenn die Reichsflagge als solches überhaupt nichts damit zu tun hat. Und auch wenn auf den Treppen des Reichstags verhältnismäßig viele Leute die Reichsfahne geschwenkt haben, möchte ich an dieser Stelle betonen, dass dort alle möglichen Fahnen geschwenkt wurden. Von einem rechtsextremen Mob kann also überhaupt nicht die Rede sein. Die Bühnenshow des sogenannten Sturm auf den Reichstag hat aus mehreren Gründen stattgefunden. Zum einen kann der schon lang geplante Reichsgraben gebaut werden, ohne dass kritische Fragen gestellt werden. Zum anderen kann ein wichtiger Diskurs um den Friedensvertrag
der Souveränität und so weiter von vornherein abgeblockt werden, indem die Reichsflaggenträger pauschal als rechtsextrem und Antidemokraten abgestempelt werden, obwohl das nicht stimmt. Der meiner Meinung nach wichtigste Punkt ist aber, dass man mit der Show am Reichstag die Bevölkerung hervorragend gegen die Corona-Kritiker mobilisieren kann. Spaltung ist das Stichwort. Ich bitte euch, dieses Video insbesondere an Polizisten und Rechtsanwälten weiterzuleiten, weil der dringende Tatverdacht besteht, dass es sich hier um eine bewusste Provokation und Täuschung handelt. Ihr dürft dieses Video teilen, bearbeiten und auf sämtlichen Plattformen hochladen. Präsident Trump ist in der Botschaft. Keine 5 Minuten von hier. Er wartet auf uns. Nein, es stimmt. Ich habe die Information von der hohen Diplomatie. Wenn du sowas erzählst und das nicht weißt und das nicht stimmt, dann ist hier was los.